Willkommen zum Frequent Traveler TV. Heute seht ihr einen Splitscreen und zwar neben mir ist Heiko Brix von der Lufthansa. Der Titel, den lese ich einfach mal ab. Das ist Sales Director Sales Southeast Asia and Pacific. Er hat sich bereit erklärt, uns zu der Green Lane in Singapur was zu erklären. Und vor allem, er ist in Singapur, wo ich super neidisch bin. Ich wäre da auch gerne jetzt schön am Pool. Wir haben aber Regenzeit, glaube ich, ne? Ja, es gab heute viel Regen. Es ist eine recht feuchte Jahreszeit, richtig. Und ja, insofern wird er uns auch mal erklären, wie das Leben in Singapur so ist, ob wir mit Maske rumlaufen müssen, so wie in Deutschland, ob wir einen Lockdown haben in Singapur. Das, denke ich mal, wäre ein Start. Und vielleicht erklärt uns auch mal genau, was sein Gebiet ist, was er bei der Lufthansa macht. Prima. Ja, herzlich willkommen. Hallo allerseits. Es ist schon recht spät. Wir haben in Singapur die gesamte Corona-Krisenzeit mit einem Up and Down erlebt. Zu Beginn war es sehr ruhig und die Situation war absolut unter Kontrolle. Wir hatten dann eine Phase im April, Mai bis in den Juni rein, wo die Zahlen täglich auch im Tausenderbereich waren an Neuinfektionen, aber separiert sehr stark in den sogenannten Dormitories, also wo die Foreign Domestic Worker untergebracht sind in Singapur. Das heißt, es war ein isolierter Bereich. Man hatte aber immer Sorge, dass es in die Community sich natürlich weiter verbreitet, in der Community sich weiter verbreitet. Daher kam dann der sogenannte Circuit Breaker. Das war bis Anfang Juni über 6 Wochen. Und in der Zeit war es letztlich vergleichbar mit einem Lockdown. Sämtliche Geschäfte waren geschlossen und es waren nur noch die Grocery Stores, die Supermärkte, Ärzte etc. offen und Restaurants, Cafés und so weiter waren ebenfalls geschlossen. Es gab nur noch To-Go-Services. Dann kamen wir in die Phase 1, wo dann langsam wieder Geschäfte geöffnet wurden in einem vorsichtigen Approach. Und wir sind seit dem Sommer jetzt dann eigentlich seit dem späten Sommer in der Phase 2, wo es also die Möglichkeit gibt, sich mit bis zu 5 Personen zu treffen, aus 2 Haushalten. Es gibt die Möglichkeit, im Büro bis zu 50 Personen wieder in Meetings zusammenzukommen, unter Hygieneeinschränkungen natürlich. Und es gibt Eventmöglichkeiten, sogar bis zu derzeit 250 Personen-Events, die unter strengen Reglementierungen möglich sind. Die Maskenpflicht tatsächlich, egal wo man hinkommt, immer auch auf der Straße Maske tragen, ist Pflicht. In Gebäude muss man rein mit Check-in, das heißt, man wird Temperatur gecheckt und man muss einchecken mit einer App und auch wieder auschecken. Aber das Leben fühlt sich relativ normal an mittlerweile in Singapur. Ins Kino kann man sogar wieder gehen. Es sind lediglich Kirchen und Glaubensorte, Glaubensgemeinschaften sind geschlossen, dürfen keine religiösen Aktivitäten durchführen. Und es sind große Sportveranstaltungen sind derzeit auch nicht möglich oder Konzerte sind nicht möglich. Ansonsten ist eigentlich alles wieder geöffnet unter strengen Regularien. Gefühlt ist das Leben relativ normal. Ja, das ist ein großer Kontrast zu Deutschland. In Deutschland geht man jetzt ab Mittwoch in den Lockdown. Und da ist es halt so, dass ich dann wirklich neidisch bin, auch vom Wetter her, auch wenn ein bisschen Regen immer ist ab und zu. Aber lass uns direkt einsteigen in unser Thema, in die Green Lane. Das heißt also, dass man jetzt aus Deutschland nach Singapur geschäftlich einreisen darf. Wie funktioniert das? Was muss man dafür tun, damit man zugelassen wird? Und gibt es eine Quarantäne zum Beispiel? Ja, genau. Das ist eine sehr, sehr positive Entwicklung, die wir sehen. Auch wenn wir jetzt natürlich nicht damit rechnen, dass eine sehr große, starke Reisewelle sich daraus ergibt, weil natürlich noch viele Firmen sehr vorsichtig sind mit dem Thema Reisen insgesamt in dieser noch sehr starken Pandemiezeit. Aber es ist zumindest möglich, für wirklich wichtige Geschäftsreisen nach Singapur zu kommen. Und das ist der größte USP, die Quarantäne eben nicht einhalten zu müssen. Es ist quarantänefrei. Die Regeln sind detailliert beschrieben auf der Website safetravel.ica.gov.sg. Das ist die offizielle singapurianische Seite, die man sicherlich hier auch nochmal teilen kann.
zum Thema Green Lane Agreement mit Deutschland. Maximale Reisedauer nach Singapur für in Deutschland angemeldete Personen, also German Residents, ist 14 Tage. Man muss einen Antrag stellen, dann 72 Stunden spätestens vor Abreise einen PCR-Test in Deutschland machen. Mit dem genehmigten Einreise-Application in der Hand. Dann, wie gesagt, der Prozess ist, ich brauche einen einladenden Host in Singapur. Das kann auch die eigene Firma sein. Werde dann mit dieser Einladung mir die Application über diese Website entsprechend holen, die Genehmigung abwarten, dann einen PCR-Test machen, der 72 Stunden maximal alt sein darf. Gehe auf den Flieger nach Singapur, darf dort dann 14 Tage bleiben, muss einen festen Itinerary vorher festlegen. Also ganz konkret, ich besuche Geschäftspartner 1, besuche Geschäftspartner 2 an diesem Tag, an jenem Tag. Das sind meine Pläne. Und kann dann einreisen normal in Singapur, muss dann allerdings begleitet, also mit einem per Taxi, was dann von den Einreisebehörden sozusagen dann bestellt wird, beziehungsweise es kann auch von dem einladenden Host bestellt werden, muss ich per Taxi direkt ins Hotel abwarten, bis ich den PCR-Test bekomme. Das Ergebnis bekomme, das dauert in der Regel maximal 24 Stunden. Das heißt, am nächsten Morgen wäre dann das Ergebnis in der Regel da und dann darf ich das Hotel verlassen. Ich muss so lange im Hotel bleiben. Und dann kann ich mich in Anführungszeichen frei bewegen, entsprechend dieses festgelegten Itineraries, kann meine Geschäftsreise abwickeln und dort gilt dann der gesunde Menschenverstand. Beispielsweise, wenn man sagt, ich möchte vielleicht am Abend noch ein Bier trinken nebendran im Hawker, dann ist das erlaubt, dann ist das möglich. Man soll die Kontakte natürlich so gering wie möglich halten in dieser Zeit. Ja. Quarantäne ist damit aufgehoben. Das ist das zentrale Thema, dass man eben nicht in die Quarantäne muss mit dieser Regelung. Ja. Das heißt also nicht so vergleichbar mit zum Beispiel Saudi-Arabien, dass das Hotel mir ein Visum oder eine Einladung schickt, sondern in dem Fall muss es wirklich eine Firma sein, auch wenn die einem selber gehört. Und man vermeidet damit auch, dass Leute jetzt sich auch an den Pool legen. Wie ist das denn? Also ich sag mal, ich habe jetzt ein Itinerary. Sie wissen ja selber, wie das ist. Sie haben Geschäftsverhandlungen und bei diesen Verhandlungen gibt es ja auch mal Ruhetage oder Wochenende. Muss ich mich dann im Hotel aufhalten? Muss ich dafür einen Plan geben? Wie funktioniert das? Also das ist eben genau dieser Spielraum, den ich vorhin versucht habe zu umschreiben mit Common Sense, gesunder Menschenverstand. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe jetzt ein Itinerary eingegeben in diese Application, das ganz klar geschäftsreiselastig ist. Ja, also da sollte jetzt nicht drinstehen, ich komme am Montag an und am Dienstag gehe ich in den Zoo und am Mittwoch gucke ich mir den East Coast Park an und am Donnerstag habe ich dann vielleicht den ersten Geschäftstermin, der am Vormittag ist und nachmittags möchte ich dann wieder in den Zoo, sondern das muss natürlich schwerpunktmäßig klar sein, dass hier Geschäftsreise orientiert auch Besuche oder Meetings abgehalten werden. Und wenn ich dann den Nachmittag frei habe und sage, ich bin dann im Hotel am Pool oder ich gehe vielleicht auch an den East Coast Park und besuche dort ein Restaurant mit Geschäftspartner oder vielleicht sogar auch ohne Geschäftspartner, das ist in Ordnung. Natürlich sollten die Dinge grob auch schon bei der Application beschrieben werden. Wenn man da leicht von abweicht, ist das aus meiner Sicht kein Problem. Es fliegt einem keine Drohne über den Kopf. Man wird zwar über die App, die man runterladen muss, also das Trace Together, die Trace Together App, natürlich gemonitort. Also da sollte man keine Berührungsängste haben. Es wird natürlich gemonitort, wo man sich bewegt. Aber wenn das sich im Rahmen hält, dessen, was an Itinerary abgegeben wurde und dann ein kleiner Schlenker nach links oder rechts gemacht wird, der erklärbar ist mit, ich wollte was essen gehen oder ich wollte noch was anschauen, dann ist das in Ordnung und aus meiner Sicht unkritisch. Ich selber mag es ja gerne in Singapur zur Massage gehen. Wäre das erlaubt? Es gibt keine explizite Beschreibung, die das verbietet. Es ist so, dass die Massage-Locations auch offen sind, tatsächlich seit einiger Zeit schon wieder in dieser Phase 2.
Insofern auch das lässt sich erklären den Behörden gegenüber. Das würde ich jetzt in die Application nicht reinschreiben. Aber wenn ich jetzt beispielsweise dann nach einem Termin ins Hotel zurückgehe, ziehe mich um und gehe dann einen Block weiter und dort ist ein Massagestudio und ich lasse mir dann nochmal den Nacken lösen, weil das ein anstrengender Tag war, dann ist das nichts, wo die Regierung Singapur jetzt auf einmal vor der Tür stehen würde und sagen würde, sie haben hier die Regeln gebrochen. Das ist klar. Sonst wäre es explizit beschrieben. Das ist das nicht in den Regeln. Insofern ist das aus meiner Sicht in Ordnung. Kann Ihnen das natürlich garantieren. Ich bin nicht die singapurianische Behörde, aber das ist mein Verständnis und das haben wir auch als erste Erlebnisse für erste Reisende so bestätigt bekommen. Ja, erste Reisen, Sie haben also schon Erfahrung gesammelt. Gibt es da eine Zahl, wie viele Leute das ausprobiert haben oder ist das irgendwie limitiert? Also das heißt, dass ich zum Beispiel nur 40 Leute pro Tag reinlasse. Also wie funktioniert das zahlenmäßig? Ja, das ist tatsächlich limitiert. Es sind 400 Passagiere oder Reisende, die basierend auf diesem RGL, auf diesem Reciprocal Green Lane Agreement einreisen dürfen nach Singapur pro Woche. 400 pro Woche. Das wird gesteuert über die Behörden. Die haben dann natürlich nicht immer die hundertprozentige Transparenz, weil aus Deutschland heraus fliegt im Moment die Singapore Airlines und die Lufthansa. Singapore Airlines noch mit mehr Frequenzen als wir. Wir fliegen im Moment ja leider nur einmal die Woche mit der Lufthansa nach Frankfurt. Ankunft ist immer, also Abflug von Deutschland ist dienstags, Ankunft Mittwoch und wir fliegen dann zurück am Freitag. Singapore Airlines fliegt derzeit 5 Frequenzen die Woche ab Frankfurt und 4 Frequenzen ab München sind geplant, aber noch nicht umgesetzt. Ist geplant für Januar. Insofern ist es limitiert, es wird gesteuert über den Staat. Es ist im Moment noch nicht so, dass diese Kapazitäten erreicht sind, weil ja auch die anderen Rückreisenden, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt nach Deutschland über Weihnachten reisen würde, dann werde ich da natürlich nicht mit reingezählt. Und insofern sind die 400 im Moment nicht viel, aber definitiv deutlich mehr, als angefragt worden sind. Wir wissen, dass in der ersten Woche rund 30 Anfragen eingereicht wurden. Wir gehen daher davon aus, dass sich die Zahl jetzt innerhalb der ersten, wir sind jetzt rund 2,5, 3 Wochen in diesem Greenland Agreement, dass sich das um die 100 Passagiere ungefähr einpendeln wird. Und es wächst langsam. Also es ist kein Riesenrun, aber es wird angenommen und es entwickelt sich. Ich denke nach Weihnachten wird es mehr tun auch. Ja. Ja, also es ist ja positiv in meinen Augen, dass man die Grenze öffnet und ich habe auch das Gefühl, dass das eine Art Test ist, um einfach mal zu schauen, wie man wieder Reisen möglich macht. Ist das auch Ihre Einschätzung, dass man die Geschäftsreisen benutzt, um vielleicht dann auch touristische Reisen danach zu erlauben, nach einem ähnlichen Schema, wobei man natürlich, wenn man nach Singapur fährt, da einen Reiseplan als Tourist abzugeben, ist natürlich immer ein bisschen problematisch, weil man ja keine fixen Termine hat. Aber ist das auch Ihre Einschätzung? Ja, absolut. Zunächst mal ist es für uns eine ganz spannende neue Entwicklung natürlich, weil wir genau das als Lufthansa natürlich versuchen auch zu propagieren und dort auch entsprechend unsere Interessen in diese Richtung zu vertreten als Lufthansa Group, wie es auch andere Airlines tun, dass eben ein Weg weg von der Quarantäne hin zu Testing gefunden wird. Und deswegen auch unsere Fully Tested Flights, die wir nach Hamburg gemacht haben, beispielsweise und nach Chicago noch planen, wo wir versuchen wirklich zu überzeugen, dass es operationell auch abbildbar ist, dass es funktioniert. Und deswegen auch unsere Testing-Kapazitäten mit Centogene in Frankfurt, die dort aufgebaut worden sind und in München. Die Thematik ist hier, Geschäftsreisen sind natürlich besser kontrollierbar. Es ist ein einladender Partner auf der anderen Seite, der ja auch irgendwo mit ein bisschen Verantwortung dann übernimmt, dass dieser Itinerary eingehalten wird. Es ist auch so, dass natürlich viele touristische Aktivitäten in Singapur im Moment noch etwas eingeschränkt möglich sind aufgrund der Situation, obwohl das Leben annähernd normal ist. Aber der nächste Schritt ist aus meiner Sicht ja ein Ausbau vielleicht zunächst der Kapazitäten für Geschäftsreisende, dass man nicht bei 400 ist, sondern hoffentlich dann bei 1000 bald. Dann muss ich sehr vorsichtig sein, weil der Staat Singapur würde mich jetzt schon rügen, dass sie sagen, langsam hold the horses, wir wollen erst mal sehen, wie es funktioniert, weil sie natürlich sehr, sehr vorsichtig sind und auf keinen Fall Fälle einschleppen wollen. Aber ja,
Das wäre, es ist eine Basis für auch andere Länder hoffentlich. Also aus Lufthansa-Perspektive hoffen wir, dass andere Länder ähnliche Schritte machen in puncto RGL, Green Lane Agreement für Geschäftsreisen, um darauf basierend dann auch touristische Reisen wieder zu ermöglichen mit Testing als Grundlage. Vielleicht kurz zu den Zahlen in Singapur, auch zu den Covid-Zahlen. Wir haben im Moment täglich Zero Cases in der Community und wir haben zurzeit neuerdings wieder 5 bis 10 Cases pro Tag, die eingeschleppt sind, in Anführungszeichen. Also sprich Menschen, die in der Quarantäne sind, die in der Quarantäne positiv getestet werden und dann in der Quarantäne eine Verlängerung bekommen aufgrund des positiven Tests. Sprich ab dem Moment der Positivtestung dann weitere 14 Tage in der Quarantäne bleiben müssen und dann auch noch einen weiteren Test machen müssen. Das sind einzelne Fälle, aber die Situation insgesamt in Singapur ist absolut unter Kontrolle. Natürlich auch aufgrund des strengen, strengen Grenzschließungen. Ja, Singapur hat da natürlich mit der App wesentlich mehr Möglichkeiten eingebaut, als wir in Deutschland haben. Was ich auch spannend finde, ist natürlich, Sie sagten mit PCR-Test, was passiert denn eigentlich, wenn jemand einreist und dann bei einem Test vor Ort positiv getestet wird? Muss ich eine Versicherung mitführen, die zum Beispiel explizit diese Covid-Behandlung ausgeschrieben mitmacht? Oder wie ist das? Werde ich dann eingeknastet, in Anführungsstrichen, komme ich dann in ein Krankenhaus? Wie sieht das dann aus? Und was für viele natürlich auch eine interessante Frage ist, wie ist das Level der Gesundheitsversorgung in Singapur, wenn man es mit Deutschland zum Beispiel vergleicht? Also vielleicht zu der zweiten Frage, das Level, wie wahrscheinlich viele von Ihnen wissen werden, der medizinischen Versorgung ist das höchste Niveau, das man sich vorstellen kann. Wir haben hier ein Netz an Kliniken, die sowohl von der Belastung derzeit als auch einfach von den Skills von der Ärzte und der Ausstattung, der technischen Ausstattung, der Erfahrung der Ärzte, höchstes Niveau. Also es gibt die Raffles Klinik beispielsweise im Zentrum, dann aber auch weitere Kliniken im Zentrum, die höchste Reputation mit sich bringen. Das Thema Test, was passiert, wenn ein positiver Test kommt? Ich hatte gerade von Verlängerung der Quarantäne gesprochen. Ich glaube, es ist nicht 100% klar geregelt, was dann passiert. Es steht in der Application drin, Achtung, versichert euch korrekt. Das heißt, das sollte auf jeden Fall abgeklärt werden, dass die Krankenversicherung, die Auslandskrankenversicherung, die man abgeschlossen hat, dieses explizite Thema Covid abdeckt. Meines Wissens ist das aber in der Regel der Fall, weil von den Versicherungen in der Regel meines Wissens keine große Unterscheidung gemacht wird, ob ich jetzt eine Grippe habe, die vielleicht im Krankenhaus behandelt werden muss oder ob es Covid ist. Aber das sollte abgeklärt werden, dass man sich da sicher ist, dass das keine böse Überraschung gibt, weil natürlich der Staat Singapur hier keine Verantwortung übernimmt. Ob der Staat Singapur einen dann wirklich zwingt, in Anführungszeichen bei leichten Symptomen beispielsweise, obwohl man in der Quarantäne ist, hospitalisiert zu werden, meines Wissens nicht, aber da kann ich keine 100%ige Antwort geben, weil das, glaube ich, auch schwer berechenbar ist zurzeit und sich im Zweifel auch wöchentlich ändert, je nachdem, wie die Situation in Singapur ist und wie nervös vielleicht auch der Staat Singapur gerade ist. Derzeit ist der Staat Singapur wenig nervös, weil sehr wenig Fälle existieren. Und mein Verständnis ist, dass einfach die Quarantäne verlängert wird und ein weiterer Test gemacht wird. Und sobald der Test negativ ist, man dann auch wirklich wieder raus kann. Aber es wäre natürlich eine unschöne Situation, wenn man beispielsweise, es ist das einzige Risiko, was ich jetzt bei dieser Green Lane sehe, einen Test in Deutschland macht, diese 72 Stunden vorher, der ist negativ und dann kommt man nach Singapur und der sei dann positiv. Sehr unwahrscheinlich, aber wenn das passiert, dann ist man natürlich zumindest in der Quarantäne und im Worst Case hospitalisiert und unter Beobachtung. Das ist das Risiko, was man dann vermutlich eingeht in dem Zusammenhang. Da das aus meiner Sicht sehr gering ist, glaube ich, ich kenne auch keinen Fall, wo das passiert ist. Ja, dann kann man ja einfach festhalten in der Situation, dass Singapur sehr sicher ist, weil der medizinische Standard sehr hoch ist. Mich hätte auch alles andere ehrlicherweise gewundert bei dem Hightech-Land Singapur, wenn das nicht top gewesen wäre. Wir wären natürlich keine Meilenstatus oder aber auch Punkte-Afficiandos, wenn wir uns nicht die Frage stellen,
Ist das nicht die Flugnummer LH778, die normalerweise ein 380er ist? Und der 380er ist ja irgendwie leider überall geparkt in Frankreich und wird nicht eingesetzt. Was für ein Fluggerät wird eingesetzt? Gibt es eventuell sogar noch eine First Class, wenn es die 747 ist? Aber ich glaube, es ist ein 340-300, ne? Ja, das ist im Moment der Fall, das ist richtig. Also unser gutes, altes Arbeitspferd, Airbus 340-300, wenn man ganz ehrlich ist, zuverlässiger Flieger, ist dort eingesetzt. Und das ist eine 30er Business-Class-Konfiguration und keine First-Class auf dem Flieger zurzeit. Das ist korrekt, ja. Wir haben natürlich die Situation im Moment gerade, mit Premium Economy, aber natürlich wie auf allen Fliegern. Wir haben im Moment die Situation, dass wir darum bitten, den Airbus 350 zu bekommen, aus verschiedenen Gründen. Er hat ein bisschen bessere Cargo-Load. Die Cargo sind für uns im Moment extrem wichtig auf der Strecke und hält den Flieger aufrecht. Wir fliegen im Moment mit um die 20-25% Sitzladefaktor auf der Strecke, was natürlich etwas ist, was man sich noch vor einem Jahr überhaupt nicht hätte vorstellen können, dass dann ein Flieger überhaupt aufrechterhalten werden kann auf der Strecke. Wir hatten auch teilweise die Situation, dass wir ernsthaft unter Druck geraten sind, den Flieger überhaupt auf Frankfurt-Singapur weiter fliegen zu lassen. Das ist mittlerweile besser geworden. Wir haben eine gewisse Sitzladefaktor und wir haben auch eine gute Cargo-Load. Aber der 350er wäre besser, wäre effizienter. Nur der 350er, wie Sie sich vorstellen können, ist im Moment überall sehr gefragt. Ein Flieger wie eine 748, die First Class hat, ist nicht zu erwarten auf der Singapur-Strecke, es sei denn, dass jetzt so eine Green Lane Agreement wirklich ab Januar, Februar massiv Load generiert und in Klammern auch weitere positive Entwicklungen wie die Umsteigemöglichkeiten in Singapur, die wir jetzt frisch auch als Application Approved bekommen haben. Man darf also zukünftig ab Anfang Januar auch wieder umsteigen, weiterfliegen, theoretisch weiterfliegen, nicht im Rahmen des Green Lane Agreements, weil hier der Staat wirklich möchte, dass man hin- und zurückfliegt und auch darum bittet, das Rückflugticket zu zeigen. Aber die Möglichkeit, wenn in dem O&D, also Origin Destination, die Regelungen so sind, dass man durchfliegen darf und dass das Land, beispielsweise Australien, was im Moment noch zu ist, dann vielleicht auch wieder aufmacht, kann man auch wieder in Singapur umsteigen. Das zumindest ist mal als Grundbasis wieder geschafft. Wenn diese Dinge dazu führen, dass die Flieger voller werden und wir dann 100, 150, 200 Passagiere pro Flug auf dem Flieger sehen, dann können wir auch wieder ernsthaft ein anderes Fluggerät anfragen. Da brauchen wir dann auch wieder die First. Hoffentlich passiert das früh im nächsten Jahr. Wir arbeiten dran und hoffen natürlich auch auf Reisen. Leider hat sich mein Ton verabschiedet, deshalb nochmal die Frage, die ich gestellt hatte hier aus dem Off in Anführungsstrichen. Also die Frage war, wie schaut es aus mit dem Service auf dem Flug? Wir wären ja keine echten Meilen jünger, wenn wir so eine Frage nicht stellen würden bezüglich Service und Flugzeug. In der Business-Class und auch in der Economy-Class ist der Service so, wie sie gewohnt sind. Es gibt wirklich kleine Justierungen, beispielsweise das Hot Towel, was viele ja wirklich schätzen, mussten aus gesetzlichen Anforderungen teilweise absetzen oder aus hygienischen Gründen absetzen. Hier wird anstatt dessen ein Hygienetuch, also ein Desinfektionstuch gereicht, was natürlich keine große Atmosphäre verstreut, positive. Aber wir haben ansonsten den gleichen Service. Das heißt, es wird auch ein Menü verteilt. Es gibt Auswahlmöglichkeiten zwischen den einzelnen Gängen. Ich kann mir mein Menü zusammenstellen, wie ich es auch gewohnt bin. Und das Zweite, was geht. Jetzt nicht mehr. Okay. Also der Service ist vergleichbar. Der Service ist so, wie wir ihn gewohnt sind, wie der Kunde ihn gewohnt ist, bis auf kleine Anpassungen. Ja. Sind denn andere Destinationen in Southeast Asia Pacific geplant von der Lufthansa, dass die wieder aufgenommen werden, so als Forecast? Und dann, wann rechnen Sie? Sie hatten, glaube ich, schon gesagt, Sie rechnen mit mehr Passagieren. Wann denken Sie denn, dass die Frequenz erhöht wird, respektive dass das Ganze wieder auf ein Level kommt, wo es für beide Seiten auch Spaß macht, weil mit einem Flug pro Woche ist das ja schon etwas sportlich. Absolut, obwohl wir natürlich mit unserem Joint Venture Partner Singapore Airlines hier volle Combinability bei den Corporate Fares haben, aber auch in der Fare-Struktur haben. Aber natürlich wollen wir als Lufthansa zurückkommen zu einem normaleren Frequenzbild.
Und wir haben, das wird der eine oder andere Kunde vielleicht auch negativ erlebt haben, immer sehr kurzfristig leider entschieden, wirklich teilweise 4 Wochen, 3 Wochen vorher, die Frequenzen rauszunehmen. Wir haben eigentlich im System vorgesehen 3/7, 3 Flieger die Woche. Und haben dann jetzt gerade erst kürzlich wieder für Januar diese 3/7 auf 1/7 reduziert, aber auch wieder nur für Januar. Weil wir immer hoffen und immer abwarten, dass sich die Situation dahingehend verändert, dass mehr Passagiere auf den Flieger kommen. Gefühlt, wenn wir um die 100, 150 Passagiere auf dem Flieger haben, denken wir über Frequenzerhöhungen nach. Und eigentlich ist es so, dass Sales und Network Planning ganz aktuell einen hohen Druck haben, auch diese Frequenzen zu erhöhen, um das Angebot zu verbessern und damit natürlich auch den Traffic, der dann hoffentlich kommt, auch gut abdecken zu können. Es gibt eine gewisse Chance, dass wir Anfang bis Mitte Januar entscheiden, im Februar mit 3/7 zu fliegen. Ich würde sagen, es ist 50-50, dass jetzt im Februar wirklich so eine starke oder so eine deutlich stärkere Nachfrage reinkommt. Ist noch nicht absehbar. Wahrscheinlicher wird das dann schon im März und sehr wahrscheinlich im Quartal 2 spätestens, dass wir wieder mit diesen 3/7 auffliegen, um dann hoffentlich im Sommer, in den Sommermonaten mit mindestens 5/7 wieder unterwegs zu sein. Fluggerätmäßig dann hoffen wir auf den A350. Im Moment ist es aber geplant weiterhin der A340. Zu dem anderen Teil, welche Strecken? Wir waren ja mal vor vielen Jahren deutlich präsenter als Lufthansa in der Region. Wir hatten mal einen Manila-Flug, wir hatten mal einen Kuala Lumpur-Flug, wir hatten mal einen Tagleg-Flight nach Jakarta über Kuala Lumpur und verschiedene andere Optionen auch. Die sind vor Jahren schon abgeschafft worden, weil es sich nicht rentiert hat. Wir haben es nicht geschafft, dort wirklich rentabel zu fliegen. Aber auf der Liste ganz oben ist derzeit aus meiner Sicht wieder in bessere Zeiten hinein sich denkend, ist Vietnam. In Vietnam ist die Edelweiss schon geflogen mit 2 Flügen die Woche im letzten Jahr saisonalisiert über den Winter, über die längere Winterperiode. Das ist was hoffentlich dann auch wieder zurückkommt, sehr schnell, spätestens dann im nächsten Winter. Und die Lufthansa hat Vietnam auch immer auf dem Schirm. Ja, das ist jetzt kein Versprechen, also bitte nehmen Sie mich hier nicht beim Wort. Aber Vietnam ist hochgradig interessant. Ist übrigens eines der Südostasien-Länder, wie einige von Ihnen wissen werden, was mit am besten durch die Krise gekommen ist jetzt und auch wirklich im Gesamtjahr 2020 ein positives GDP ausweisen wird. Kuala Lumpur, schwieriger, ist so ein bisschen Dead End, das Thema Beyond Traffic, ne? Also Umsteigeverkehr ist dort etwas schwierig, weil da natürlich dieser Low-Cost-Platz hier, Air Asia, sehr viel an Malaysian Beyond Traffic abgegraben hat. Deswegen ist es für uns etwas schwierig, dort wirklich reinzufliegen. Jakarta ist relativ weit, da braucht man nur ein bestimmtes Fluggerät, was das schafft und das schränkt es wieder sehr stark ein, hat aber natürlich eine Menge Potenzial. Manila eher schwierig, auch relativ weit und sehr niedrige Durchschnittserträge. Also am wahrscheinlichsten im Moment würde ich sagen, ist tatsächlich Vietnam, was auf dem Schirm ist und zweite Priorität vermutlich Kuala Lumpur, wenn man an Südostasien denkt. Ja. Und Singapur natürlich die starke Frequenzerhöhung, die hoffentlich schnell kommt. Ja, das sind trotzdem positive Aussichten, positive Einstellungen und ich glaube einfach auch, dass wir mit vielen Neuigkeiten in 2021 wieder in die Welt rausgehen können. Also das heißt, dass wir auch wieder fliegen können, sei es jetzt mit der Impfung, aber auch durch diese Agreements. Also insofern sehr, sehr positiv und ich merke auch bei Ihnen, Herr Brix, ist es auch positiv. Also Sie gehen davon aus, dass Singapur und auch Asien wieder für uns aus Deutschland erreichbar ist und natürlich auch für andere. Ich sage wie immer, schreibt unten in die Notes eure Kommentare rein, dann gehen wir auch danach nochmal drauf ein. Und der Herr Brix hat mir versprochen, wenn es eine Frage gibt, die ich nicht beantworten kann oder die mehr für ihn ist, dass er die natürlich auch gerne noch beantwortet. Und insofern danke ich ihm erstmal für seine Zeit. Es ist ja auch in Singapur relativ spät, 6 Stunden vor Deutschland. 7 Stunden vor Deutschland, 6 Stunden aus Tallinn, Helsinki. Verwirrt. Ich danke erstmal für das Interview. Ich danke, dass ihr dabei wart bei Frequent Traveler TV bei der heutigen Ausgabe. Und ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Ausgabe wieder dabei seid. Bis dann. Danke. Ciao.